Hi Leute, ich begrüße euch ganz herzlich auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Kai Stüven von der Firma Stüven KF hier in Norderstedt und wir sind seit 25 Jahren die absoluten Spezialisten, wenn es um das Thema Fahrzeugsicherheit geht. In meinem heutigen Video möchte ich euch ein Alarmanlagenkonzept vorstellen, das wir eingebaut haben in einem aktuellen Mini Cabriolet. Und was wir verbaut haben, wie das Ganze funktioniert, präventiv euer Fahrzeug schützt und warum es heutzutage so wichtig ist, ein Fahrzeug mit einem nachträglichen Alarmsystem abzusichern. Verbaut haben wir eine sogenannte Cammus-Alarmanlage der Firma Viper. Vorteil von der Cammus-Alarmanlage, ganz klar, wir spielen tagesaktuell die Datensätze, das sogenannte Cammus-Protokoll auf die Alarmzentrale auf, lernen die am Fahrzeug an, dann wird überwacht. Zündschloss, Türkontakte, Kofferraumdeckel, Motorhaube und die Alarmanlage hat schon einen Schocksensor und lässt sich mit diversen Zusatzsensoren erweitern. Wenn der Kunde jetzt nach 2-3 Jahren sagt, Mini war ganz witzig, aber jetzt haben wir eine Familie, brauchen einen T6-Bus oder einen X5 oder was auch immer. Egal welche Marke, egal welcher Hersteller, wir bauen das System rückstandsfrei aus, ohne irgendwas zu beschädigen. Ganz wichtig bei Leasing- und Firmenfahrzeugen und Flottenfahrzeugen und bauen es dann in das nächste Auto ein. Wir müssen lediglich die neue DNA aufspielen und können das System nachhaltig weiter verwenden. Ja, was haben wir noch zusätzlich verbaut? Ein Radarsensor, einen sogenannten Mikrowellensensor, einen Zwei-Zonen-Radarsensor, genauso wie der Schocksensor hier ein Zwei-Zonen-Sensor ist, haben wir eine Vorwarnung und einen Vollalarm. Beide Sensoren sind stufenlos einstellbar. Wir haben für den Schutz der Felgen und den Schutz vor Abschleppen noch einen sogenannten Neigungssensor eingebaut, ein AS100 und von Empire das LOG 200 GPS GSM Ortungssystem. So wird der Besitzer dieses Fahrzeuges immer benachrichtigt, wenn eine Positionsveränderung unautorisiert stattfindet, nämlich ohne dass die Zündung eingeschaltet ist, wenn das Fahrzeug zum Beispiel abgeschleppt wird oder weggerollt wird, gibt es eine Benachrichtigung, sogenanntes Geofencing, oder die Alarmanlage löst einen Alarm aus, dann können wir bis zu 3 Telefonnummern hinterlegen und der Kunde wird angerufen. Und wie das ganze System in der Praxis funktioniert, möchte ich auch gleich mal demonstrieren. Schärfen und entschärfen tue ich das System komfortabel über den werkseitigen Schlüsselhandsender. Was jetzt neu ist, die Alarmanlage generiert jetzt ein sogenanntes Soft-Chirpen. Das hat den Vorteil, wenn ich das Fahrzeug verlasse, generiert die Alarmanlage auf Wunsch ein sogenanntes Soft-Chirpen. Und ich weiß ganz genau, das Fahrzeug ist wirklich verschlossen, die Alarmanlage ist wirklich geschärft. Wenn jetzt jemand mit einem Frequenzwellenüberlagerer kommt oder versucht, diese Frequenz zu unterdrücken, damit das Fahrzeug geöffnet bleibt, ich höre, durch das Chirpen, die Alarmanlage ist jetzt wirklich geschärft. Der Besitzer dieses Minis hatte an seinem Neuwagen nicht lange Freude. In der dritten Nacht haben sie schon das Navigationssystem entwendet. Viel ärgerlicher, der Wagen stand fast einen Monat lang in der Werkstatt, um das Navigationssystem und die Kabelbäume und die Schäden am Fahrzeug wieder instand zu setzen. Und er weiß ganz genau, seinen Nachbarn haben sie 3-mal hintereinander das Navigationssystem gestohlen. Wenn er nicht handelt, dann kommen die Täter auf jeden Fall wieder. Denn das System, was sie ausgebaut haben, ist für die Online-Vermarktung für die völlig wertfrei. Die brauchen ein nagelneues System, wo sie die Seriennummern zurücksetzen können. Und deshalb hat sich der Kunde hier entschlossen, eine hochwertige Alarmanlage von uns einbauen zu lassen, um schon präventiv die Straftat zu vereiteln. Wie das funktioniert, möchte ich euch mal demonstrieren. Es ist so gut, ich brauche das Fahrzeug gar nicht zu berühren. Der Täter kommt, interessiert sich für die hochwertige Innenausstattung, fürs Navigationssystem, fürs Lenkrad, fürs Airbag, für die Spiegelkappen, das, was sie bei diesen Fahrzeugen immer klauen. Und die Alarmanlage sagt jetzt schon, such dir besser ein anderes Fahrzeug. Hier hast du auf jeden Fall nichts dran verloren. Funktioniert auch mit dem Schocksensor, der in der Alarmanlage verbaut ist. Wenn ich jetzt hier an dem Fahrzeug rumrandaliere, generiert die Alarmanlage die Vorwarnung. Wenn ich es ein bisschen übertreibe, dann sagt die Alarmanlage auch gleich, das war ein bisschen zu viel. Und er brecht das jetzt mal an dieser Stelle. Funktioniert auch mit den Türkontakten, Motorhaube, Kofferraumdeckel, Zündschloss. Möchte ich euch auch nochmal demonstrieren. Wenn der Täter sich jetzt mechanisch versucht, hier Zugang zu verschaffen oder die Scheibe öffnet, greift in das Auto rein, die Alarmanlage löst auch jetzt sofort den Vollalarm aus. In Dieben wird es heute aber verdammt leicht gemacht. Über den komfortablen Zugang der Onboard-Diagnose, das ist ein weltweiter Standard, der ursprünglich mal entwickelt worden ist, um Abgaschecks in Amerika zu machen. Den nutzen heutzutage alle Werkstätten, alle Pannendienste, um Fehlerspeicher auszulesen oder das Fahrzeug zu warten. Den nutzen die Diebe aber auch. Und mit solchen oder ähnlichen Werkzeugen, die einen Anschluss übers OBD bekommen, können die werkseitige Alarmanlage rausprogrammieren, die Wegfahrsperre lahmlegen und viel schlimmer noch über sogenannte Klonwerkzeuge, die sie im Internet bestellen können, können die sich innerhalb von Sekunden neuen Schlüssel anlernen. Was das für die Fahrzeugsicherheit bedeutet, ist euch natürlich sicherlich auch klar.
Mit sogenannten Turbodecodern oder Polenschlüssel bekommen die einen spurlosen Zugang zu dem Fahrzeug. Oder mit sogenannten Frequenzwellenverlängern fischen sie die Frequenz, verlängern sie die Frequenz und öffnen das Fahrzeug spurlos. Das ist ganz schlimm, wenn sie das Fahrzeug ausgeschlachtet wiederfinden im Wald irgendwo oder vor der Tür ausgeraubt haben. Es sind keine Einbruchspuren am Fahrzeug, gibt es häufig Ärger mit der Versicherung. Um das zu vermeiden, ist es wirklich ganz, ganz wichtig, sich ein nachträgliches Alarmsystem von uns einbauen zu lassen. Ganz sicherlich gibt es noch irgendwelche offenen Fragen. Könnt ihr mich gerne anrufen, 0172 4090295, mir eine Mail schicken, info@kaistüven.com oder irgendwas bei YouTube in die Beiträge reinschreiben. Noch viel besser ist natürlich, ihr besucht uns mal in Hamburg-Norderstedt. Wir installieren diese Systeme mehrfach täglich und könnt ihr euch in der Praxis anschauen, wie wirkungsvoll diese Systeme präventiv euer Fahrzeug schützen. Vielen Dank, euer Kai Stüven.